Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse und weiter geht's. Wir halten uns ja gar nicht lange auf mit den ganzen blöden Bildschirmen. Nothing seems to be going our way. I wonder, is that Goku's son? You again, huh? So annoying. He barely lifted a finger, and yet I can sense his energy. I think it's time to harvest. Your energy will be ours. Hey. You won't have your way! Warum können die das denn alle sofort? Ich will das auch können. Na gut. Mira-Krieger aus der Zukunft. Okay, ich muss, glaube ich, nicht auf Trunks achten, wenn da steht, nur meine TP. Gut. Bestimmt ist er wieder so Ultra mit drei Lade-Lebensbalken. Ja. Ach, schon wieder, ey. Bleib mal kurz auf. Jawohl, er hat es noch getroffen. Sehr schön. Was? Nicht getroffen, verdammt. Jawohl, getroffen. Okay, jetzt kann ich Super Saiyan gehen. Und bin dann extra stark. So, mein Freund, los geht's. Gut. Und. Haha. Und jetzt. Kampfbomber. Ultra-Kampfbomber. Ba 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 bam und weg und komm, nächster. Klar funktionieren unsere Angriffe, das sieht man doch. Oh. Bam, und nochmal ins Nasenbein, würde ich sagen, oder? Komm, steh auf. Jawoll, haha. Milchkanone. Oh, daneben. Na gut, daneben so. K.O. Genio musste stolz auf mich sein, dass ich seine Milchkanone verwendet habe. Seine Milky Cannon. Warum heißt die so? Voller dumme Name eigentlich. Ja, ja, ja. Und weiter geht's. Wie lange kann ich eigentlich aufnehmen? Bis, ich glaube, es ist Viertel vor. Okay, ja, doch. Doch, müsste ungefähr klappen. Er ist noch nicht besiegt. He's still hiding some of his full power. I'm here, Mira. That'll be all. Let's retreat for today. Was ist mit deren Brüsten los? Sie sind viel zu sehr hervorgehoben. Oh, er ist besiegt. Hä? What's wrong, Gohan? Oh, I'm sorry. Are you scared at my return? We're done here. This is going to be most interesting. We'll have to settle it later. Bye. Tschö. Damn, they got away. So tell me, what happened to Gohan? We should probably go back. Son Gohan versus perfekter Cell. Besiege Cell. Spieler TP verbraucht. Son Gohan. Och nee, ich wette, der ist hier so ein Magnet für Ultra-Attacken. Na gut. Wäre ja wohl gelacht, wenn wir das nicht schaffen, oder? Ihr müsst ja nur Super Saiyan 2 Niveau schaffen. Als einfacher Super Saiyan mit begrenzten Fähigkeiten. Natürlich greift er mich wieder an. Hier. Oh, thanks to my hands.
cells. Returning to health from a near-death experience. Na komm. Has only made me even more powerful. What's so funny? Was lustig ist, dass ich dich, ohne Super Saiyan zu sein, direkt platt mache. Jawohl, Treffer und? Wir gehen super. Also super, super gehen wir jetzt. Ich hab's übrigens ausprobiert, 20-fache Kaioken plus Super Saiyan geht leider nicht. Leider. Und Ultra-Kampfbomber, das haut er bestimmt wieder ab, ne? Ja, war ja klar. Ja, ich kämpfe schon gegen ihn. Sieht man doch. Komm. Geht doch. Und trifft, trifft, trifft. Jawohl, getroffen. Muss ich ein bisschen im Hintergrund bleiben. Kann ein bisschen hiermit ärgern. Ey, immer schummeln die, ne? Und tschüss. Und besiegt. Papi kommt nicht, wir brauchen ihn noch gar nicht. Vater, Sohn, Kamehameha. Wir verändern die Zeit und tun so, als wäre nichts nie geschehen. Gut, und als nächstes kommt, ach, das Vater, Sohn, Kamehameha. Ein legendärer Angriff. Doch, was ist mit den restlichen Cyborgs? Wir wissen es nicht. He did it. Yes, yes, I did it. Amazing. Der kam schon voll in den Arsch. He won. Der befummelt Vegeta. Ich wusste es, Tenshinhan ist ein Perverser. Habt ihr gesehen, wie er in den Arsch gegriffen hat? Macht's gut, Krieger. Errungenschaft. Wuhu! Wir sind die Allerbesten, wir sind die Allerbesten, wir sind die Allerbesten. Okay, dann können wir ein bisschen Attribute boosten. Und zwar würde ich mal sagen, mehr Gesundheit brauchen wir nicht. Ki ist eigentlich in Ordnung. Ausdauer, Ausdauer müssten wir eigentlich mal boosten. Das müsste auf, auch auf 24, 25 hoch. Ansonsten, ja, Schlag, Superangriffe und Ki-Explosion. Die müssten eigentlich beide auf 100 oder 95 kommen. Irgendwo so in den Dreh rum halt, ne? Aber ich benutze das letzte Zeit viel weniger als das hier. Darum würde ich persönlich sagen. Grundangriffe wäre besser, ne? Ich steigere das hier mal ein bisschen. Okay. Habe ich eigentlich Lords Lachs volle Ausrüstung? 1, 2. Okay, die hier fehlen mir. Viel Geld habe ich? Ich habe 35.000. Okay, das müsste ausreichen. Dann gehen wir uns mal Lord Slugs restliche Set holen. Damit wir mehr Ki haben. Statt Ausdauer. Eigentlich ist beides sehr wichtig, ne? Son Gohan? Oh, ich glaube, der hat eine Parallelquest für mich. Wo muss man hin? Ja, rechts. Oh, diese Musik, ne? Die kann einen irgendwann extrem wahnsinnig machen. Das glaubt ihr nicht. Besonders, wenn man die ganzen Parallelquests farmt und, Killua ist auch hier. Falsche Serie, Kollege. Geht's zurück zu Hunter Hunter. Ja, sonst, wenn man die ganze Zeit irgendwelche, Parallelquests macht und ständig dann hört, ist doch voll. Objektladen? Wir haben die Cell-Saga geschafft. Wir müssen eigentlich was Neues kaufen können, ne? Fähigkeiten laden, mal schauen. Hallo. Gimme, gimme, gimme. Ich will alles, was du hast. Stärke schnell und verschwinde fast, um gegnerischen Angriffen
Steige schnell auf und verschwinde fast. Ach nee, verschwinde fast. Nicht fast. Nicht das englische fast für schnell, sondern verschwinde fast, ja. Nö. Hebelkir. Nee, komm. Sowas brauche ich nicht. Das will ich auch gar nicht. Cora? Du bist auch in der falschen Serie. Geh zurück, wo du herkommst. Welcome. Hallo, ich möchte gerne Lord Slux. Cool, als Trupp haben wir jetzt. Cool. Oder auch nicht, keine Ahnung. Kid shit sheets Skirt und kann ich nicht tragen, weil es nur für Frauen ist. Ich möchte aber... Das ist das Oberteil und das Unterteil. Das haben wir. Wir... Hände, genau. Das will ich haben. Und Füße von Lord Slug. GT Trunks Kleidung. Meister Kaios Kostüm. Shingi Dämon Kampfanzug. Alles nur für die Namekianer. Ich wollte alles kaufen, was für was ich tragen kann. Einfach nur zum haben. Ob ich es brauche, ist aber egal. Fähigkeiten dann hat nichts mehr, ne? Mal gucken, was hat die an. We have nice new items in Star. Was habe ich ja noch nicht? Den Meister Quidditch-Stab. Den will ich haben. Ja. Und, mal gucken. Avocado. Raditz. Nappa. Vegeta. Offiziere von Freezer. Weicher Hut. Ich möchte aber ganz gerne, Freezer supermoderner Scouter. Ich möchte aber das von den Dingens haben. Nee, warte, ich bin ja gar keiner mehr, ne? Wir werden jetzt Lord Slug anpassen, Ausrüstung ändern. Weil die hier haben Ausdauer, Grundangriff und Schlag, Superangriff und Lord Slug gibt mir halt statt Ausdauer Key dazu. Warte mal, ist das 3? Ne, die sind 2. Ich kann aber auch kombinieren, ne? Ich kann auch kombinieren. Ich lasse einfach die, ja, jetzt habe ich mich 2 auf Key und 2 auf Ausdauer. Huch. Was ist jetzt kaputt? Ah, okay, der hat nur ein bisschen was gebraucht. Ja, haben wir Schuhe, Handschuhe von, vom Ginyu-Kommando und von Lord Slug die Kleidung. Ich brauche nur einen Kopf. Habe ich schon? Habe ich schon. Ja, Ausrüstung ändern. Okay, dann gehen wir auf Zubehör. Das Ninja-Katana. Ja, das ist ja passend. Natürlich. Passt gar nicht. Irgendwie total platt wirkt das, ne? Dann bleiben wir beim Scouter. Hat er das behalten? Verdammt! Das wollte ich doch gar nicht. Den Reisehut. Na komm, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Lass mir das erstmal so. Hab ich noch Geld? 21.000. Nee, Mist, das war falsch. Stopp! Nein, ich will nicht den verbinden, Bildschirm. Lass mich in Ruhe. Lass mich frei. Warum tut ihr das? Warum kann ich das nicht abbrechen? Oh. Ich habe gar nichts bekommen. Ich kaufe noch kurz die Fähigkeiten auf. Nicht, dass ich die brauchen würde, sondern einfach nur zum Haben. Ja, gib. Paparapapa-Tanz. Ein seltsamer Tanz der Paparapapa-Brüder. Ziehe deinen Gegner in den Tanz. Wahrscheinlich so ein Arzt dann. Komm, einfach alles aufkaufen. Ob ich es brauche, ist aber unwichtig. So, weiter geht's. Ich werde am Ende der Hauptstory übrigens auch die Parallelquests mal dann mal angehen und mal alle nacheinander versuchen, mit dem Z oder zumindest mit der vollen Erfüllung zu schaffen. Damit man auch sieht, wie man die Sachen freischalten kann. Ich habe auch komischerweise die dreifache Kaioken freigeschaltet, obwohl ich die Mission gefailt habe. Hat mich ein bisschen gewundert. War das die Kaioken? Ja, ich glaube schon. Fand ich ein bisschen witzig. So, die Frage ist, willst du jetzt mein Meister werden oder willst du mir eine Parallelquest aufzwingen? Ich mach's offscreen.
Ich mache nur noch Hauptstory on-screen, außer ich muss ein bisschen Zeit schinden, um die Zeit zu füllen, dass ich dann ein paar bisschen da farme halt, ne? So, eine weitere Verzerrung der Geschichte. Ich sehe jetzt nach den Schriftrollen. Kommst du mit? Ja. Zur Zeitkammer. Ding-ling-ling-ling-ling. Das sollte übrigens gerade so der Batman-Sound sein, ne? And now we bring you breaking news on the Android threat. Bridgetown, just south of West City, is at this time under attack. Irgendwas stört mich. I'm the evil blonde pussy. And I'm the evil black hair pussy. Nicht der schon wieder. Lass mich in Ruhe. Zell, du bist ein Arsch. Du bist schon längst vernichtet. Hau ab. Hm. Du verschwindest? Wait a second. What's going on? Das ist deine Vergangenheit, die sich gerade verändert. Trunks, your existence is in jeopardy now. The future is just about to change. Das klingt nicht gut. What do you mean? Du verschwindest. Probably the workings of those two. Wait. They want to change history? Erase me completely? Nein, die wollen uns alle auslöschen, nicht nur dich. Supreme Kai of Time. What should I do? Calm down. It's dangerous for you to act now because your existence is ephemeral. However, we don't have much time left. Could you stop those two? Oh ja, bitte, lass mich eure Drecksarbeit wieder für euch erledigen. Guys. Da steht bitte, warum sagst du Guys? Klingt noch ein bisschen komisch, ne? Aber dieser Hut. Großartig. Ich muss auch noch gucken, wann ich die den zweifachen Superzeichen freischalte. Wahrscheinlich wird es auch wieder extrem eklig schwierig. Und ich weiß, dass man den zweifachen Super Saiyajin nach der Buu-Saga freischalten kann, aber ich möchte nicht so lange warten. Verdammt, ich habe darauf geachtet, was Niederlagebedingung ist. Wahrscheinlich alle sterben, außer ich. Trunks ist heute unser Magnet für Superattacken und Ultraattacken und ohnehin für alles. Okay, ich mache zuerst die 17. Nee, okay, 18 möchte, okay. You monsters! Not without a fight! I'll avenge God! Ja, wer denn jetzt zuerst? Komm, du zuerst. Nimm's nicht persönlich. Du bist einfach eine hässliche blonde Tussi und so welche mögen wir nicht. Dann geht bald wieder super. Nicht, dass irgendwas gegen euch springt, aber hey. Bam. Das wollte ich gar nicht machen. Den hier wollte ich machen. Jawohl, und noch einmal. Wir spammen jetzt dafür den Ultra-Kampfbomber. Mal gucken, wie wir alles treffen. Komm. Come at me, bitch. Au. Ey, so war's nicht gemeint. Verdammt. Scheiß Cyborgs. Ja, ich komme jetzt zu dir, meine Süße. Huch, was machst du da, Kollege? Komm, greif an. Mensch. Die wechseln sich schon wieder ab. Ist unfair. Verschwindet. Immer schön einer nach dem anderen. Komm, Milchkanone. Und noch einmal. Und noch einmal. You're not any different from that Gohan. Oh Gott. Damn it. I feel so helpless. Die wechseln sich immer ab, das macht das ganz schwierig. Get out of my way.
Komm. Aber erstmal. Und der ist es weg. Ja, schmeiß sie weg. Wo bist du, oder? Jawohl. First try. Nicht besonders gut, aber geschafft. Das zählt, ja. In meine Arme kommen. Also, wenn das System das sagt, dann kann es ja nicht schlecht sein, gewesen sein, oder? Und Level Up. Level Ups gefallen immer gut. So, die Folge ist aber schon wieder vorbei. Und ich würde sagen, zurück ins Zeitnest. Mal gucken, ob der Rat du übernimmst gerade seine Aufgabe? Na gut, warum auch nicht? Okay, dann würde ich sagen, wir brauchen eine Pause. Auf Wiedersehen. Das war falsch. So, jetzt stimmt's. Tschö, bis zum nächsten Mal.